Moin moin und herzlich willkommen bei Lichtzeichen Hamburg. Ich bin der Sascha und heute dreht sich das Thema über Lutz oder wie der Amerikaner sagt, Latz. Das ist das erste Video von dreien. In dem heutigen Video gehe ich allgemein auf das Thema Lutz ein. Was sind Lutz? Wofür kann ich sie benutzen? Was können sie nicht? Und brauche ich überhaupt Lutz? Und woher bekomme ich Lutz? Beim zweiten Video gehe ich dann direkter darauf ein in Bezug auf Affinity Photo. Nun, was sind denn jetzt LUTs oder auch LUT? LUTs sind oder ist eine Abkürzung für Lookup Table. Kommt natürlich wieder vom Englischen und der Ursprung ist bei der Informatik, das lasse ich aber komplett weg. Und der zweite Ursprung in unserem Thema ist dann der Film. Und das haben aber auch Fotografen zunutze gemacht. Und es ist so, wenn ihr einen Film dreht, könnte der oder ist es so, dass der gerne mal sehr kontrastarm ist, sehr flach, so ähnlich wie eure RAW-Fotos in eurer Kamera. Nun, um einen ganzen Film dann zu bearbeiten, werden gerne dann LUTs auch benutzt, um, sagen wir mal, mehr Kontrast, mehr Farbe in das Bild reinzubekommen und einen gleichmäßigen Look, also ein gleiches Gefühl und Stimmung in diesem Film zu haben. Was können LUTs? LUTs speichern gewisse Informationen, aber auch nicht alle. Wie zum Beispiel Presets oder Filter speichern viel mehr und man kann auch in der Nachbearbeitung viel mehr darauf eingehen und bestimmte Einstellungen ändern. Das geht bei LUTs nicht. Das ruht daher, dass LUTs nur bestimmte Sachen speichern. Wie zum Beispiel, wie viel Weiß in dem Bild ist, ob in dem Weiß eine Farbe ist. Das gleiche gilt auch für Schatten und Schwarz, wie viel Schwarz da ist, ob in dem Schwarz eine Farbe drin ist. Sprich, der allgemeine Kontrast wird gespeichert, es wird gespeichert, wie viel Sättigung eine gewisse Farbe hat oder alle Farben haben oder ob sogar eine Farbe mit einer anderen Farbe ausgetauscht wird, etc. Was aber nicht gespeichert wird, sind solche Geschichten wie Schärfe, Unschärfe, Rauschen unter, also das Rauschen unterdrückt wird oder sogar vermehrt wird. Solche Sachen werden nicht gespeichert. Auch Maskierungen, die wir jetzt in anderen Programmen haben, sowas wird auch nicht gespeichert. Der Vorteil ist, wir können diese LUTs in gewissen Filmen auch, können wir in anderen Softwares auch benutzen. Also ich könnte jetzt mit Affinity Photo einen LUT erstellen und könnte es jetzt in meinem Video benutzen oder auch in Adobe Photoshop oder in irgendeinem anderen Filmprogramm oder Fotoprogramm eurer Wahl und das ist eigentlich ziemlich cool, es ist sehr universell nutzbar. Um ein kleines Beispiel zu geben, wie ich LUTs einfach in Film nutzen kann, also dieses Bild, was ihr jetzt seht, ist das Bild, was aus der Kamera kommt und ich könnte jetzt zum Beispiel diesen LUT drauflegen, dann sieht das Bild ganz anders aus. Ich könnte auch diesen LUT drauflegen, dann wirkt alles sehr noir. Ja, oder ich könnte auch diesen LUT drauflegen und das ist relativ einfach und somit habe ich dem Bild eine gewisse, ja, ein gewisses Gefühl gegeben. Das waren jetzt nur mal ein paar Beispiele, damit ihr auch wisst, das ist relativ einfach, aber ihr braucht auch diese LUTs. Aber ihr könnt diese LUTs auch selber erstellen und im Internet finden. Und dazu komme ich nämlich jetzt. Ich werde euch ein paar freie LUTs werde ich euch verlinken und unten in der Beschreibung. Das sind nicht meine, das sind einfach LUTs, die ich im Internet gefunden habe und selbst zum Teil nutze ich, nutze sie eigentlich meistens nur für Film und gar nicht für meine Fotos. Und ihr könnt aber auch ganz einfach eine Suchmaschine eurer Wahl nehmen, einfach Free LUTs, also LUTs eingeben und dann werdet ihr schon jede Menge finden. Manchmal muss man sich irgendwo anmelden, manchmal nicht. Manchmal kann man auch einfach Dinge runterladen. Ich werde aber auch noch ein drittes Video über LUTs machen und das ist eher so ein Exploit, den ich gefunden habe, aber dazu mehr in diesem Video. Das findet ihr auch hier in der Videobeschreibung oder hier in der Infokarte. Kommen wir jetzt zur Frage, brauche ich LUTs?
Und die kurze Antwort ist, nein, ihr braucht sie nicht. Also ihr könnt natürlich ganz normal mit eurer Bildbearbeitungssoftware euer Bild bearbeiten. Was man aber sagen kann, ist, dass Lutz euer Leben natürlich vereinfachen kann in gewissen Situationen. Wenn ihr zum Beispiel viele Bilder auf einmal bearbeiten wollt, könnt ihr einfach Lutz drüberlegen und dann haben die alle den gleichen Look. Und wenn wir gerade von Look reden, dann sind Lutz auch sehr gut, um euren Stil festzuhalten. Also wenn ihr sagt, oh, ich bearbeite ein Bild relativ gleich, könnt ihr natürlich eure Arbeitsschritte so speichern, dass ihr das als Lut speichert und könnt den dann, sagen wir mal, überall mit jeder Software dann auch bearbeiten, selbst in einem Film. Wie ihr das macht in Affinity Photo, das zeige ich im nächsten Video. Ist natürlich wieder unten in der Videobeschreibung oder auch hier oben in der Infokarte. Da zeige ich euch, wie ihr einen Lutz bearbeitet, wie ihr ihn runterlädt, wie ihr ihn importiert, alles. Und die machen eigentlich sehr viel Spaß, auch wenn sie relativ limitiert sind. Ihr müsst aber beachten, dass ein Lut nicht eure Bildbearbeitung komplett ersetzt. Denn wenn ihr zum Beispiel ein Lut A auf ein helles Bild macht, dann sieht es anders aus, als wenn ihr Lut A auf einem dunklen Bild macht, denn die sehen dann zwar ähnlich aus, aber das helle Bild bleibt halt immer noch hell. Also Luts ersetzen nicht eure Bildbearbeitung. Ganz großes Ausrufezeichen. Das war meine kleine Einführung über Luts. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie einfach in die Kommentare und da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, gehabt euch wohl und gutes Licht.